Jo, grüß euch, servus und hallo zusammen, willkommen zurück hier zu Transocean 2 Rivals. Bei uns in der Shipping Inc. mit 4,9 Milliarden Cash auf dem Konto. Und ja, noch vier Zweigstellen, die noch zu holen sind. Einmal Europa Nord. Da sind wir schon wieder bei 75 Punkte. Ich glaube 80 brauchen wir, gell? Ja, okay, 80 brauchen wir. Und dann in Südamerika Ost haben wir schon auch schon 78 Punkte. Interessant, da wollen wir gleich noch eine Zweigstelle kaufen. So, die Clara ist in Lagos. Und wer bist du? Die Vertigo in Bergen. Da schicken wir dich zuerst noch los. Du bist in Bergen. Na gut. So, hier gibt's was für Aufträge. Für Stockholm, aber... Oh. Okay, also für Stockholm, aber das hilft uns alles nichts. Also würde ich sagen, wir düsen mal kurz nach Frankreich. So, nimm mit. Ne, weil ich kann... oder ich habe nichts für Europa Nord mitnehmen können. Deswegen... So, was mit dir? Ach, du warst repariert. Das sehe ich doch hier schon. Was? Konto eingefroren? Hallo? Noch einen Tag? Wieso ist denn das Konto noch eingefroren? Ist doch... Stimmt doch gar nicht. Hey, Spiel. Was ist hier los? Deck 13. Der nächste Bug. Was ist denn da los? Hm? Haben wir euch wieder sauber erwischt, Freunde. Da haben wir euch wieder sauber erwischt. Hm. Das kommt davon, wenn man zwischendrin speichert und Spiel beendet, ne? Hm. Na gut. So. Naja, ist immer noch gesperrt. Sehr ärgerlich. Ja, dann wartest du halt einfach, ne? Was möchte ich... Ah, jetzt bin ich zum Hafen gesprungen, oder? Das wollte ich eigentlich gar nicht. Verdammt. Verdammt. Das Spiel trollt mich. Ja, das ist meine Zweigstelle hier, genau. Okay, ja, dann mache ich halt weiter, ne? Dann lassen wir mal ein bisschen scheppern. Warten wir mal, bis der Tag um ist. Und dann müssten ja diese ganzen Sperren weg sein. So, Marine. So, jetzt aber... Oh, deine Pacific Pearl ist gesunken. Das tut mir leid. Moment, ich muss wieder auslachen. Haha. So, sehr gut. Also, jetzt haben wir jede Menge Schiffe, die ich mal irgendwie verfrachten muss. Du was repaired. Die Vertigo düst nach Bergen. Genau. Zack. Bringt damit noch genug Punkte für Europa Nord nach Hause. Dann soll die Kiste erledigt sein. Du bist in St. Petersburg und kannst nach Stockholm und... Helsinki. Ist zwar übrig, aber ist egal. So. Stopp. Wollen wir noch Schiffe? Ansonsten keine Schiffe mehr. Na gut. Also, Südamerika Ost. Jetzt pass auf. Dann würde ich sagen, gehen wir nach Stanley und kaufen uns die Schlepperreederei Mainz. Die Schlepperreederei in Stanley wurde gekauft. Genau. So sieht es damit ja aus. 5 Milliarden. 3 Stück noch. Genau. 3 Stück noch. So. Jetzt aber, Europa Nord, ein schimmeliger Punkt fehlt noch. Hm. Das sehen wir nicht gern. So, du bist in Helsinki und darfst gleich wieder nach Stockholm fahren. Ja, komm, fahr einfach hin. Da, hier, mach hin, viel Spaß. So, jetzt aber. Jetzt ist der Blödsinn erledigt da oben jetzt. Springen wir mal kurz nach St. Petersburg. Und kaufen uns hier die letzte Filiale in Europa Nord. Das Upgrade-Dock in St. Petersburg wurde gekauft. Das sage ich doch. So, jetzt haben wir wirklich nur noch Südamerika Ost. Die zwei Punkte hier unten. Manaus und Santos. Das, ja, brasilianische Finale, nennen wir es mal so, genau. So, was war mit dir? Hm. Was war's? Du fährst hier runter und... Hier runter und darüber, genau. Dann hast du was zu tun. So, viel Spaß. Nächste Kollege. Okay, kein Schiff verfügbar. Na dann, scheppert man mal weiter hier, ne? Vertigo in Bergen. So, auch du wirst automatisiert. Du düst nach Lissabon und nach Dakar und nach Santos und nach Buenos Aires. Viel Spaß. So, mach weiter Spiel, ne? Eines ihrer Schiffe ist fertig repariert. Ja, sowas, die Black Mary. Along comes Mary, genau. So, du bist der Vierer. Jetzt pass auf, du wirst automatisiert. Du gehst nach Santos und nach Lima und nach Santos und nach Kapstadt. Einfach so, weil das kannst. Viel Spaß. Noch ein Schiff vielleicht? Nee, ansonsten ist wieder nichts passiert hier. Alle Schiffe schön automatisiert. Das läuft, wird sau, Respekt. Ohne kleine Strafe haben wir gezahlt, aber ist glaube ich wurscht, ne? Ja, muss ich mich nicht wirklich drum kümmern. Oh, die Lorena Mar ist auch schon ziemlich am Ende. Da ist sie auch schon. Die ist ziemlich kaputt. Du fährst nach Santos, da wirst du repariert.
Interessant, dass immer noch die Patricia Holstein hier angezeigt wird, ne, bei der Auftragsbestätigung. Obwohl die ja eigentlich sich viel mehr jetzt um die ganzen Bonsais kümmert zu Hause, ne. Die hat ja den Job wieder abgegeben an den Patrick Holstein, an den Firmenberater, der aus dem Knast raus ist, den wir befreit haben und wo wir mit Spoil heimgeleuchtet haben. Was für eine Geschichte. Ich muss gerade überlegen, dieses LB geht ja auch schon Monate, ne. The Shipping Company. Monate schippern wir hier jetzt schon. Ja, durch die Weltmeere oder über die Weltmeere, besser gesagt. Immer mit dem Ziel, die verhasste Beule zu entsorgen, was wir ja schon längst geschafft haben. Jetzt geht's hier gegen Sayonara Sea Corporation. Ne? Gegen den, ja, Enfant Terrible. Ne? Gegen den alten Schwachmat. So, fährst nach Sydney und nach Melbourne und dann gute Nacht. So, jetzt Abfahrt. Tschüss. So, Lorena mal in Lagos. Jetzt wird's gleich mal repariert hier. So, erstmal auftanken, genau. Zack, und dann wird's repariert. 15 Millionen, ey. Habt ihr das gesehen? 15 Millionen. Eines ihrer Schiffe ist fertig repariert. Ja, das freut mich aber. In Lagos. Okay, das trifft sich sehr gut sogar. Ja. In Lagos. Automatisieren. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Abfahrt. Servus. So. Ab geht die Party. Das Klingeln geht weiter. In Durban. Die Evelina ist ebenfalls am Start. Was bist du? Level 5. Oh Gott. Level 5. Automatisieren. Hierhin. Dann Valencia. Dann wieder hier runter. Dann Georgia Ports. Ja, das Problem mit den Level 5er ist halt, ne, die ist, ja, die können nur alle 5 Meter mal anhalten. Oder alle 100 Meter, besser gesagt. So. Wir brauchen Punkte. Irgendwie nimmt es hier unten nicht zu, habe ich den Eindruck. Ich glaube, wir müssen doch hier selber Hand anlegen. Das ist sehr ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Also, pass auf. Valencia. Santos. Lima. Santos. Mach ich nicht. Viel Spaß. Nächster Kunde. In Sydney die Fury. Ja, die ist natürlich auch am Arsch der Welt, ne? Nach Melbourne. Ja, komm, dann kannst du den Scheiß ja auch noch mitnehmen. Ne? Auf geht's. Viel Spaß. Alter, da war noch irgendwo ein Schiff. Moment. Die Normandy. Oh Gott. Die habe ich schon ganz vergessen, die Normandy. Jetzt aber. Zack. Da müssen mal ein paar Punkte her hier unten. Und ich brauche ein paar Zweierschiffe da, glaube ich. Geht anders nicht. Sabotage. Ihr Konto wurde eingebrochen. Ja, ja, das, mein Gott, der soll sich mal was Neues einfallen lassen, der Depp. Ne, das sind alles so altbackene Geschichten. Automatisieren. 1, 2, 3, 4. Auf geht's. Ich brauche ein so ein Zweierschiff hier unten. Habe ich noch irgendwo einen rumstehen? Ne, habe ich nicht mehr, gell? Die 6 Milliarden, Freunde, sind gleich geknackt. 6 Milliarden. Ah ja, ich kann ja nicht tanken, stimmt. Ja dann. Wer muss schon tanken? Niemand. Na? Völlig überbewertet. Tanken. Ja, ja, hier unten kommen keine Punkte an. Das ist sehr auffällig. Es kommen hier keine Punkte an. So, die Clara, wo bist du? In Luanda. Du bist der Level 3. Ich kann mit dir nichts anfangen, gell? Nee. Boah, fett, schaut euch den nochmal an. Level 3, was mache ich mit dir? Kann ich nach Lima oder nach Balboa mit dir vielleicht irgendwie? Nach Lagos, was will ich in Lagos? Das verwirrt mich alles bloß. Das verwirrt mich alles, was ich verkaufe die jetzt. Ich schmeiße jetzt die ganzen Dreckskisten raus, damit das Ganze ein bisschen übersichtlicher wird. Ein bisschen aufräumen, ne? Muss auch mal sein. Eines ihrer Schiffe ist fertig repariert. Lorena Mar, das ist schön. So. Lauter Zeug von Luanda, was kein Mensch braucht. Level 3, super. Okay. Was mache ich mit dir? Ich könnte jetzt nach Luanda fahren lassen, aber wir haben schon gesehen, von Luanda geht nichts da runterwärts, ne? Das ist echt doof. Auf der anderen Seite,
Ja, ich kann es trotzdem probieren. Komm, probieren wir es. Ne? Mehr als schief gehen kann es nicht. Da wären jetzt solche Verträge natürlich geil gewesen, ne? Oh, schau doch mal hier, die Hanna Maria, die ist wahrscheinlich auch gleich am Ende. 23%. Diese Firmenverträge meine ich, ne? Die wollten sie ja noch irgendwann reinpatchen. Gut, von dem Patch habe ich bis jetzt noch nichts gesehen. Aber hey. Hey, es sind ein paar Punkte angekommen. Unglaublich. Lorena meint Luanda, unter anderem in Santos. Na gut, so, jetzt aber. Ne, die haben hier nichts für Brasilien da drüben. Die haben nichts. Weißt du was? Dann fährst du selber und zwar nach Balboa und... Halt nicht. Nein. Da war doch gerade ein Schiff zu fix. Hier. Ziel auswählen. Warum wird jetzt hier das Automatisierungsskript geladen? Spiel. Lorena Ma ist nicht automatisiert. Ist hier. Oh Gott. Passt auch nicht so ganz, oder? Hätte ich gesagt. So, komm. Fahr da hin und halt die Backen jetzt. So, 10 Punkte. Jawohl. Einmal hier an Santos angekommen. 53 sind wir. Ein paar Punkte brauchen wir noch. Das werden wir doch heute noch hinkriegen. Das glaube ich ja gar nicht. Das muss doch möglich sein, dass wir die Scheiße hier unten fertig kriegen. So, wo bist du? In Santos. Also gut, dann hier Buenos Aires. 7 Punkte. Da schmuggle ich jetzt auch, wenn es sein muss. Ne? Mach hinne. Du bist völlig am Ende. Das freut mich. Ich habe hier unten keinen Reparaturdock. Hier oben. Na, da komme ich nicht hin. Du fliegst raus, Mädel. Du bist weg. Tschüss. Na, bevor du untergehst, verkaufe ich dich. Aber echt mal hier. Jawohl, die nächsten Punkte sind da. 82. So, jetzt aber. Wir kaufen Santos. Oder, beziehungsweise die Zweigstelle. Das Upgrade-Dock in Santos wurde gekauft. Sag ich doch. So, jetzt fehlt noch eine. Eine einzige fehlt noch. Eine einzige. Wir haben noch 120 Tage Zeit. Also 120 Tage vor der Zeit. Das ist okay, ne? Kann man schon mal eine Runde chillen. So. Das nächste Schiff ist in Santos angekommen. Oder in Buenos Aires, besser gesagt. So, Santos. 12 Punkte. Die nehme ich mit. Die lasse ich mir nicht entgehen. Abfahrt. So, und du bist ebenfalls in Santos. Du darfst gleich weiter nach Buenos Aires düsen. Und hier nochmal feine Punkte mitnehmen. Zack. Das nimmst du nicht mit. Da gibt es keine Punkte für. Oh, hier gibt es Punkte. Moment, Schmuggel. Klar, logisch. Böse meine ich. Böse, aber kann ich nicht ändern. Ist mir doch egal. So, hier. Lad auf den Scheiß. Ja, lasst euch bloß nicht erwischen. Und wenn doch, ich war es nicht. Das wurde von dunklen Mächten befohlen, hier illegale Waren zu transportieren. So was würde ich nie machen, mal ganz ehrlich. So, und die Vertigo ist angekommen. Da geht's weiter. Oh, ist das schön. Ist das schön. Jetzt geht ja plötzlich was. Ne? Du musst alles manuell machen. Das ist schon traurig. Das ist echt traurig, dass du ja alles selbst machen musst. 21 Punkte gab es gerade. Ui, fett. Santos. Du nimmst das gerade auch noch mit. Komm auf. Zack. Und Abfahrt. Das schaffen wir heute noch, Leute. Das schaffen wir heute noch. 12 Punkte. 68. Na, viel ist es nicht mehr. 7 Pünktlein fehlen noch. 7 Punkte. So. Und die werden wir uns holen. Beziehungsweise ich glaube, die sind sogar schon unterwegs. Ich glaube, die sind schon unterwegs. Und wenn nicht, dann sind sie es jetzt. Spätestens jetzt sind das die 7 Punkte, die fehlen. Da den Scheiß nehmen wir auch noch mit. Zack. Lauter Schmuggelware. Oh je. Wenn sie uns jetzt erwischen, dann ist... dann zahlen wir von unseren fast 7 Milliarden noch ein kleines Geld wahrscheinlich. So, da ist es soweit. Ich traue mich gar nicht. 92 Punkte. Leute. Nach etlichen Monaten des Kämpfens, des Handelns, des Speditierens, ne, ist es soweit. Wir sind wieder da, wo wir nach Transocean der Shipping Company waren. Wir sind wieder die Nummer 1. Das Reparaturdock in Manaus wurde gekauft. Alles ist unser. Alles gehört uns. Na? Goldmedaille, hurra. Jetzt muss ich die Zeit hier runterrasseln lassen, echt?
Okay, mach ich mal. Zollkontrolle. Eines ihrer Schiffe wird aufgehalten. Nein, nicht. Nein, nein, nicht unser Schiff da unten. Wenn die das. Oh, 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 oh. Nein, nein. Das war ich gar nicht. Oh, come on. Oh, die Schmuggelware. Eieiei, Freunde. Das gibt eine fette Strafe, glaube ich. Ja, mei, das passiert schon mal, gell? So, dich automatisieren wir da drüben. Noch was zum Automatisieren. Ja, hier hätten wir noch was. Ja, dann darfst du auch noch kurz automatisieren. Du machst hier mal eine kleine Runde, ne? Viel Spaß über die Weltmeere. Was machst du? Du wirst auch automatisiert. Du darfst darüber fahren und darüber fahren und ins kalte St. Petersburg fahren und nach Dublin. Tschüss. Immer schön Befehle verteile hier, gell, dass unsere Schiffe was zu tun haben. Jawohl, die Schmuggelfahrt nach Buenos Aires ist erledigt. Prima. So, dich kann ich eigentlich auch verkaufen, gell? Mach ich auch. Ich verkaufe jetzt alles. Wird jetzt jeder Hobel wird jetzt verkauft. Ich gehe jetzt wieder in Rente, ne? Wieder nach Alaska. Dann kann sich der Patrick Holstein die alte Flachzange wieder einsperren lassen. Sabotage. Ihr Konto wurde eingefroren. Das sowas. Wie es mich gar nicht mehr interessiert. Zollkontrolle. Eines ihrer Schiffe wird aufgehalten. Ja, ja, ich habe nichts Illegales dabei. Alles gut. Ne? Sowas mache ich nicht. Bitte Entschuldigung, alles gut, jawohl. Wenigstens haben sie Anstand, ne? So. Das nächste Schiff in Santos. Und tschüss. Servus, jawohl. So, in Stanley, die Aphrodite macht nichts. Ja, nichts gefunden, dankeschön. Oh, sein Schiffle ist gesunken. Moment, der Klassiker. Haha, genau. Sehr gut. Schepper, schepper, schepper. So, in Buenos Aires sind wir angekommen. Okay, dann wird jetzt die nächste Kiste verkauft. Ne, jetzt wird alles aufgelöst. Für meinen persönlichen Rentenfonds. Alles muss raus. Schade, dass hier kein Schweizer Konto gibt, gell? So wie bei Tropico mit El Presidente. Gibt's ja nicht, ne? So, Kapstadt. Jetzt pass auf. Nächste Mühle, die verscheppert wird. Oder ich könnte auch verschenken, ne? Verschenke alles, genau. Ich veruntreue 7,8 Milliarden und dann gehe ich. So, jawohl. Mensch, das klingelt. 8 Milliarden. Georgia Ports, da hätten wir noch was zum Verkaufen. Na klar doch. So, der großen Ozeandampfer hier. Und weg damit. Sehr gut. 8 Schiffe haben wir noch. In Durban. Die Nova war das, glaube ich, oder? Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ich glaube, das war die Nova. Ja. Und weg damit. Tschüss. So. Weiter geht's. Halt, was ist das hier? Die Aphrodite. Die wartet hier unten, oder? Nee, wo ist die Aphrodite? Stanley. Ach mein Gott. Mach die Augen auf, du. Weg damit. Tschüss. Auch du wirst verkauft. So, was haben wir hier? Santos. Alles muss raus. Heute alles zum billigen Preis. 16 Millionen, fast geschenkt, ne? Oh, was ist das hier? Geh weg. Sabotage. Eines ihrer Schiffe wird vom Zoll aufgehalten. Jöckes Mari, so ein Pech. Ist mir doch völlig wurscht, ne? Ich verdiene mein Geld jetzt bloß noch mit den Filialen, mit den Zweigstellen. Und der blecht sich doof, der Kollege. Der blecht sich richtig blöd. Ja, ja, wir haben nichts gefunden. So, Melbourne. Nächstes Schiff, das verscheppert wird. Der billige Jakob heute, ne? Alles muss raus. So, weg damit. Hier bei der Firma rostet und kostet. Alles zum halben Preis. Das wäre doch mal der Firmenname, oder? Gebrauchtwarenhandel. Rostet und kostet oder irgendwie sowas. Hm. So, wo bist du? In Santos. Also dann... Wirst auch du verkauft, liebe Pacific Pearl. Servus. 9 Milliarden, jawohl. Ich wüsste gar nicht mehr, wie viel wir gehabt haben in Transocean The Shipping Company. Wie viele Milliarden das waren. Zum Schluss. Aber das meiste ist ja draufgegangen. Ich glaube, das waren auch irgendwie so 7 Milliarden oder so, ne? Um die Firma zu kaufen. Um uns aus dem Vertrag rauszukaufen. Ich meine, das war irgendwie sowas in die Richtung. Boah, schau, da kannst du ja zuschauen, wie der Zustand hier runtergeht. Oh, das ist ja übel.
Heftig. So, in Singapur sind wir, ne? Schön. Und tschüss. Yep. So, letztes Schiff. Auf dem Weg nach St. Petersburg. Hier oben in Europa ist unterwegs. Ja, ja. Mir doch egal. So, was ist jetzt mit dir los? Willst du nicht weiterfahren? Achso, du bist da zur Zollkontrolle. Na gut. Jetzt fahr weiter, Mensch. 10 Milliarden. Cash in the Dash. So, jetzt geht's, glaube ich, nach Dublin warst du jetzt, gell? Ja. Stimmt. Da düst jemand nach Dublin. Schau mal, was wir Geld verdienen. Nur mit unseren beschissenen Filialen. Ne? Tinnitus. Unglaublich. Heftiger Tinnitus. So, da bist du. Als Letzte verabschiedest du dich für Schnäppchenpreis. 5 Millionen, gar kein Problem. So, ja, Freundin, jetzt heißt es 71 Tage aussitzen. Seid ihr bereit? Ne? Bereitet euch mental schon mal vor auf das Geklingel, denn jetzt geht's los. Sabotage. Ihr Konto wurde eingefroren. Mir egal. Das scheppert. Das scheppert. Was glaubt ihr denn, wie viel am Ende übrig bleibt? So, ich halte mal kurz an. 53 Tage haben wir noch. Wir sind jetzt bei knapp 12 Milliarden. Was glaubt ihr denn, mit wie viel gehen wir raus? Das ist jetzt eine interessante Frage. Völlig belanglos eigentlich. Ich finde es trotzdem spannend. Ich würde sagen, wir gehen... War es echt jetzt so eine Bauchsache? Ich würde sagen, wir gehen so mit 13 Milliarden raus. Was meint er? 13 Milliarden, ist das realistisch? Eine Milliarde dazu in 53 Tagen. Wir werden es sehen. Auf geht's. Halt die Backen jetzt, du Scheiß-Saboteur. Oh, ich glaube, ich habe mich ein bisschen empfindlich verkalkuliert. Okay, wir sind bei 13 Milliarden. Oh mein Gott, empfindlich verkalkuliert. Definitiv. Ich hoffe, ihr habt recht. Ich bin immer gespannt, was ihr getippt habt. Schreibt das gerne in die Kommentare. Aber ehrlich sein, ne? Nicht bescheißen. Ehrlich, Spieler, Freunde. So. Ja, ja. Friere mich nur ein, du alte Frostbeule. Das könnte ich auch mal machen, gell? Ich könnte mal voll die Seuche verpassen, ne, da unten. Da, ich friere da mal dein Konto ein. Schluppdiwu. Haha. Ne, kann ich auch. Boah, der ist ganz schön penetrant, aufdringlich. Unglaublich. 15 Milliarden. Das Kapitel endet in 10 Tagen. Okay, dann werden es doch 16 Milliarden werden oder so. Das Kapitel endet ja in 3 Tagen. Leute, 16 Milliarden ist ja unglaublich. Unglaublich. So, wir haben es gepackt. Juhu, Sie haben es geschafft, Boss. Sie haben genügend von Matsumotos Zweigstellen übernommen und damit die Mehrheit an seiner Reederei erlangt. Nein. Nein, das kann nicht sein. Ich kann nicht besiegt werden. Wie haben Sie das angestellt? Ganz genauso, wie Sie unsere Freunde Clark Masterson und Philippe Dupont übernommen haben. Unterschätzen Sie nie Ihre Gegner, auch wenn es nur eine lästige Fliege in Ihren Augen ist. Was? Sie haben herausgefunden, wie ich... Hey, wer sind Sie? Ich muss das Büro räumen? Nein! Ich gehe nirgendwo hin! Lass uns nämlich los! Nein! Nein! Und das waren dann wohl die Sicherheitsleute, die Hayashi Matsumoto aus ihrem neuen Büro entfernt haben. Alles, was ihm gehört hat, gehört nun Ihnen, Boss. Auch von mir herzlichen Glückwunsch. Das ist ja ein grandioser Sieg. Wirtschaftlich gesehen, meine ich. Vielleicht sollte ich überlegen, von meiner Agentur für Bonsai-Verleihe und Aufpäppelung zur Reederei zu wechseln. Jo, machtet. Gut, dass Sie Hayashi Matsumoto handlungsunfähig gemacht haben. Ich habe mich von ihm fehlleiten lassen. Ach, von wegen? Danke. Du bist der kleine Schnollen, du. Meine Reederei ist zwar hinüber, aber wir werden uns schon wieder erholen. Jetzt, wo Sie diesen Halsabschneider dingfest gemacht haben, bin ich guter Dinge. Die Frachtschifffahrt ist nichts, womit man spielen sollte. So. Ich muss zu Philipps und meiner nächsten Spendenaktion. Chef, ich bedanke mich für ein paar tolle Jahre mit Ihnen. Mal wieder. Allerdings wäre ich nicht böse, wenn es ab jetzt etwas ruhiger wird. Zumindest auf solch eine Aufregung mit der Untersuchungshaft verzichte ich gerne. Für alles andere bin ich immer wieder zu haben.
Naja, das ist schon Drama im Duschraum, gell, wenn die Seife runterfällt. Das ist nicht witzig, das kann ich schon absolut verstehen. Ja dann, Meister, ne? Danke. Danke wofür eigentlich? Wir haben die ganze Arbeit gemacht, aber na gut, danke. Sie haben die Goldmedaille erreicht. So, ja Leute, wir haben es gepackt. Neue Avatare, kann ich jetzt die ganzen Freibiergesichter hier verwenden oder was? Ach Gott. Na schön. Also, Kapitel abgeschlossen. Sehr schön. Ja, die ersten zwei zum Warmspielen, Bronze, Silber und dann durchgestartet mit 4 Goldmedaillen in Folge. Ich glaube, das war ja ein sehr erfolgreicher Abschluss, eine schöne Kampagne, die wir da gespielt haben. Hat sich, wie schon gesagt, etwas hingezogen, aber gut, es ist halt so, ne? Ja, als strahlender Held treten wir ab hier bei Transocean 2 Rivals. Ich sage an dieser Stelle, ja, an alle treuen Zuschauer, die bis zum Schluss dran geblieben sind, womit ich ehrlich gesagt nicht gerechnet habe, denn ihr wart ja bis zum Schluss wirklich immer noch sehr aktiv mit dabei und das, ja, hat mich auf der einen Seite positiv überrascht und auf der anderen Seite war es für mich total unerwartet, weil ich eigentlich nicht gedacht habe, dass das Spiel so lange euch oder euer Interesse weckt. Also hat mich sehr gefreut, vielen, vielen Dank dafür. Auch final nochmal ein Dankeschön an die Firma Astrogon Entertainment, die mir hier diesen Key dafür für dieses Spiel zur Verfügung gestellt hat, damit ich es euch zeigen kann. Also danke auch nochmal an dieser Stelle. Ja, und dann würde ich sagen, dann schließen wir das Buch. Nicht nur das Kapitel, sondern das Buch Transocean 2 Rivals. Bin gespannt, ob noch ein Nachfolger kommt. Ne, vielleicht kommt ja Transocean 3, man weiß es nicht. Mal schauen. Ich bin auf jeden Fall guter Dinge, dass Deck 13 weiter fleißig programmieren wird, vielleicht ein Nachfolger, vielleicht was anderes. Wir werden es erleben. Ich sage nochmal danke und verabschiede mich von Transocean 2 und von euch. Bis zum Wiedersehen. Eine gute Zeit, macht's es gut und Servus.